Ganz schön Josko, vom Tischlerbetrieb zu einer führenden Marke der Branche. Ein Unternehmen, das mit seinen Produkten immer wieder neue Standards setzt. Einmal im Jahr lädt Josko die gesamte Familie zu einem Mitarbeiterabend ein. Nicht umsonst lautet das Motto von Josko: The Feeling of Home. Das ist ein Dankeschön an alle Mitarbeiter und auch ein ganz klares Statement, wie wichtig die Mitarbeiter sind für uns und dass wir alle zusammenhalten. Und das ist eigentlich auch die Grundbotschaft heute. Heute geht es sehr viel um Werte und um Strategie. Das ist der rote Faden, der sich heute am Abend durchzieht. Josko ist sehr erfolgreich. Das letzte Jahr brachte einen neuen Rekordumsatz. Stabilität ist uns wichtig. Wir sind der größte Arbeitgeber im Bezirk Schärding. Über 800 Mitarbeiter. Das ist auch eine große soziale Verantwortung. Und deswegen ist es uns wichtig, immer unseren Mitarbeitern zu sagen, wie es läuft und dass es gut läuft und dass das eigentlich das Ergebnis ihrer Arbeit ist. Viele Mitarbeiter sind schon seit Jahrzehnten beim Unternehmen tätig. Wie lange bist du schon im Unternehmen? Seit 1984. Habe mal ein Jahr unterbrochen. Bin Meisterschule gegangen und sind in dem Sinn jetzt 34 Jahre. Wir wollen natürlich Leute, die Engagement zeigen, die mit Freude in der Arbeit sind, die auch Leidenschaft zeigen für das Produkt. Wir stellen ein schönes Produkt her, ein Produkt, das für die Leute Freude machen soll, nämlich ein wohnliches Produkt mit Fenstern und Türen. Und von dem her ist uns wichtig, dass die Leute auch entsprechend diese Freude auch für das Produkt leben und auch mit Freude in die Arbeit kommen. Wir haben das Herz am richtigen Fleck, vielleicht haben das andere auch. Aber wir zeigen es auch nach außen, wir leben das auch. Wir sind stolz darauf, da arbeiten zu dürfen und sind stolz darauf, auch zur Geschäftsleitung immer so mit einem offenen Ohr kommen zu dürfen, wenn es irgendwas gibt. Die Kultur und Werte des Unternehmens liegen im Zusammenhalt, an der Freude des Tuns, dem Weitblick und dem Vertrauen. Werte, die von den Mitarbeitern tagtäglich gelebt werden. Ich bin froh, dass ich in der Region so eine große Chance habe, dass ich in so einer tollen Firma arbeiten kann, wo man sich auch weiterbilden kann, wo man sich auch aufarbeiten kann. Im Zuge des Mitarbeiterabends wird auch ein Scheck an das SOS Kinderdorf Altmünster überreicht. Nachdem wir auch eine große Spendenorganisation sind, leben wir ja zu 40% nach wie vor von Unterstützungen von Privatpersonen oder Firmen. Und da sind wir sehr froh und sehr glücklich, dass uns die Firma Josko als tolles oberösterreichisches Unternehmen unterstützt. Auch Tom Walek, der durch den Abend führt, denkt ans Häuselbauen. Er teilt die Werte von Josko. Weil es wichtig ist, dass man zusammenhält, dass man nach vorne schaut, dass man weiß, wo man hinmarschiert. Das sind entscheidende Faktoren, die darüber entscheiden, ob jemand dann langfristig Erfolg hat oder nicht. Die Vision des Unternehmens ist es, Freude und Werte für ein neues Zuhause zu schaffen und das durch Qualität für den privaten und gewerblichen Häuselbauer. Das gelingt durch wertvolle Produkte und durch Mitarbeiter, die Freude an ihrer Arbeit haben.